Sportfreunde, wir haben heute den 12. August. Nach langem Warten und nach der Hitzeperiode, die wir jetzt in den zurückliegenden Tagen hatten, hat am Samstag, also gestern am 11., der erste Jugendjahrflug stattgefunden. Wie ihr wisst, spiele ich ja meine Jugendtauben vom Nest. Also, sie waren eigentlich recht gut vorbereitet für den Flug. Es war Bad Nenndorf, eine Entfernung für mich ca. 150 Kilometer. Es waren beteiligt 38 Züchter mit 1300 Tauben, 1300 ein paar zerquetschte. Eigentlich eine recht positive Teilnahme. Und der Flug war aufgrund des starken Rückenwindes sehr einfach, zumindest für die Züchter, die etwas weiter weg waren. Die Tauben sind südlich reingekommen. Die von mir gesetzten 11 Tauben fliegen auf diesen Flug von Bad Nenndorf 10 Preise. In der Spitze sind sie auch vertreten, also 3 Tauben fliegen im ersten Zehntel und die anderen sind dann nachher auch so ziemlich vorne mit dabei. Man muss sagen, dass ich natürlich die Jugendtauben für diesen Flug noch mal ein bisschen speziell vorbereitet habe. Ich habe also die Weibchen einen Tag vorher aus dem Schlag entfernt und oben in meinen Zuchtschlag gesetzt und dann die Vögel, die Jugendtauben, die hier unten sind, alleine füttern lassen. Das hat einmal den Effekt, dass natürlich der Druck zu den Jungtauben durch die Weibchen enorm stark wird. Und bei den Vögeln ist es so, die haben natürlich die Versorgung selber durchzuführen. Und da ist natürlich auch eine komplett andere Situation. Die fingen jetzt schon wieder allmählich an zu paaren und zu treiben. Und jetzt, wo sie dann alleine waren, übernehmen sie natürlich voll die Versorgung der Jungtauben und verhalten sich dementsprechend auch anders. So, im Moment sieht es so aus, dass die Tauben eigentlich von der Sache her schon wieder recht gut drauf sind. Die Größe der Jungtauben ist momentan so. Dazu muss man sagen, das sind die Eier, die ich von Sportfreunden bekommen habe. Die Jungen sind auch nicht bedingt. Aber da ist auch Schneeweißer bei zum Beispiel. Ja, so sieht die Sache aus. Und das ist so der Zustand, worauf die Jungen jetzt fliegen. Wir machen jetzt bei uns in der RV, ich sag mal so wie im Fußball, eine englische Woche. Wir haben also, wie gesagt, Samstag geflogen, werden Dienstag wieder einsetzen zum Preisflug ab Hille mit der Fluggemeinschaft und werden dann wieder Samstag einsetzen und Sonntag fliegen. Woher jetzt? Ich glaube, es ist nochmal Hille. Werden wir dann sehen. Also alle 3 Tage Preisflug. Das habe ich auch noch nicht gehabt, aber der Verband hat ja die Tage freigegeben und wir können jetzt die Flüge, die wir nicht beschicken konnten aufgrund der Hitze, eben wieder haben. Ja, so ist der Stand hier. Im Moment sehr zufrieden. Bei einer Preisausbeute von 90% kann man das auch. Nun wollen wir aber hoffen, dass wir noch ein bisschen mehr Spitze bekommen. Das war's, Sportfreunde. Ich melde mich dann mit dem nächsten Video am Mittwoch oder Donnerstag wieder. Und ich wünsche allen mit ihren Jungtauben viel Erfolg und eine gute Reise. Tschüss.